fragen wir jetzt heute mal? Ach, hallo. Hi. Hallo. Hallo. Ich stand gerade da drin und ich so, ich kenne dich. Ich bin gerade dabei, die Anmoderation zu machen. Wir sind gerade da. Oh, bist du außer Atem? Ja. Hattest du gerade noch ein erotisches Samen? Ich bin gerade durch den ganzen Bierkönig gelaufen. Wirklich? Hier, ja. Oh nein, und jetzt, ja. Was erwartest du? Einen Kuss? Da ist er doch, Mensch. Bruder, Alter. Ich sag euch auch eins, alle denken jetzt, okay, er ist es, Alter, und so. Ich sag euch ganz ehrlich, es ist auch die Macht der Kamera, die eine Rolle spielt, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Glaubt ihr, bei mir wäre nicht so? Sag ehrlich. Wenn auf einmal eine angeschrien kommt, Knossi, und ich sag, komm, Kuss. Und jetzt liegt er mit Corona im Nest, ne? Dann nimmst du den Saft mal mit. Ich wollte gerade starten mit der Anmoderation. Ich fange mal kurz an, warte mal eine Sekunde. Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier mal wieder an der Playa de Palma, der Hausmeister. Marc Eggers steht mal wieder hier mitten auf der schicken Straße. Und ich werde heute mal die Damen fragen, wie treu seid ihr denn hier an der Playa? Besser kann eine Umfrage ja gar nicht starten. Aber Moment, wer ist bei mir hinter der Kamera? Carsten hinter der Kamera. Und der heutige Sponsor ist Lootboy. Kommen wir später nochmal zu. Und wir fangen jetzt mal an. Hast du abonniert? Ja. Und ich hoffe, ihr habt auch abonniert und ich hoffe, ihr habt jetzt dem Video schon einen Daumen nach oben gegeben. Und jetzt? Ja, und jetzt können wir überlegen, was wir machen. Entweder breche ich jetzt ab, wir gehen zu mir, oder ich drehe noch weiter und dann treffen wir uns später. In welchem Hotel bist du? Wie treu sind die... Meint ihr, die wird da noch kurz vorher fragen, aber hast du einen Gummi da? Nimm am besten die Windelstecker mit, die sind super. 100 pro Jahr. Die macht nicht ohne. Meine Freundin war vor 3 Wochen hier. Jetzt ist Schluss. Und ich hoffe, sie sieht das Video. Ich liebe meine Freundin und ich glaube, meine Freundin liebt auch mich. Gut, dass du es glaubst. Ich hoffe es auch, Alter. Sie ist die Beste. Und jetzt noch einmal für die Kamera. Clara, ich liebe dich. Clara, ich dich auch. Wie treu sind denn Frauen hier am Ballermann? Ich glaube nicht treu. Du schließt von dir auf andere. Aha, der Papa ist auch dabei. Genau, der Papa ist auch dabei. Ja, aber ja, muss gar nicht unbedingt der Papa sein, ne? Es gibt heutzutage, gibt's alles. Kann auch sein, dass es einfach sein Spitzname ist, ne? Muss nicht unbedingt der sein, der sie gezeugt hat. Muss nicht sein. Nein, das ist ja alt genug. Wie alt ist sie denn? Ja, 20. Du bist wirklich der Papa, ne? Ja, ja, klar. Wer ist denn hier, wer geht... Die steht auch da. Ja, aber die Mutter ist ja... Da bist du ja dran. Ah ja, klar. Wer geht eher, fremd, Männer oder Frauen? Keine Ahnung. Meistens die Frauen. Ich bin froh, dass die Mama weg ist. Meistens die Frauen. Jetzt mal ganz ehrlich eure Meinung. Wer geht eher, fremd, Männer oder Frauen? Ich glaube, wir Männer sind einfach durch irgendeinen Arschloch-Redakteur irgendwann mal... Na, das sind die Männer, der das geschrieben hat. Dann ging das rum. Damals hat noch jeder Zeitung gelesen. Jetzt kriegen wir das Image nicht mehr los durch das Arschloch. Ich glaube eher, dass es die Frauen tatsächlich sind. Und die Frauen haben das Gefühl, die Frauen können uns eher etwas machen. Die Frau ist diese Schlange. Versteht ihr, was ich meine? Die Baumotter oder die Strauchfuchtel. Diese Schlange, versteht ihr, was ich meine? Das ist sie. Komm hin, ist vom Apfel. Ist vom Apfel. Dann haben wir das Problem, die duftet noch irgendwie nach Weichspüler. Fernell. Oh, das blaue Fernell. Wir rallen es gar nicht. Frisch gewaschen, das Oberhaar. Wie wird die unten rumschnuppern? Der glaube ich alles. Nee. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Familienurlaub. Papa, geht mal ein Stück weg. Ich rede kurz mit der Tochter alleine. Also, du bist ein treuer... Oh. Das sind Mädels. Oh, ihr arbeitet für den Megapark. Die nächsten. Ich kenne die beiden. Die waren bei mir auf dem... Ich kenne doch die beiden. Die waren bei mir erste Reihe. Erinnert ihr euch an die Story? Erinnert ihr euch an die Story? Bruder, die Linke! Nee. Seine Freundin ist alles andere als treu. Bro, trendiger, stabiler Typ, Kapitän sogar. Such dir eine andere. Nein, die ist toll. Nee, die, Bro. Die ist wirklich toll. Guck mal, so sieht ein gefallener Bruder aus. Da müssen wir auch mal zusammenhalten. Scheiße, Alter. Wir haben ihn schon mal erwischt, als seine Freundin... Und jetzt du mal ganz alleine. Warte kurz. Ich hoffe, es riecht nicht. Riecht das? Nee, ne? Riecht das Mikrofon? Riecht mal? Nein. Riechst du? Riecht nicht. Mein Mikrofon duftet leicht nach Arsch. Grüße an Micky. Riecht nach Zwiebel hier, ne? Ja. Du hast heute gar nichts mehr vor, deshalb bist du auch treu. Ich bestelle mir Zwiebel und Knoblauch und... Ich sag euch ganz ehrlich, es gibt für mich nichts Besseres, wenn meine Freundin irgendwie in so eine Knoblauchzehe reingebissen hat. Und dieses, weißt du... auch so leicht Südterrain riecht, weißt du, wie sie, so dieses Mediterrane aus dem Hals auch kommt, weißt du, dieses Aioli mal 10, wenn die mich anhaucht
und meine Zähne leicht gelb werden. Ich finde das geil. Ich mag das. Wenn, weißt du, meine Freundin ist Griechin, die muss auch nach Griechenland riechen. Weißt du, oben Aioli aus dem Hals, zwei Knoblauchzehen und hinten aus dem Arsch muss der Feta dunsten. Ich lieb das. Ich brauch das. So, deswegen stehe ich auf Südländerin. Versteht ihr? Deswegen bin ich auch nicht mehr treu. Ja, nimm die Banane. Hast du einen Freund? Ja. Wo ist er denn? Der ist in Deutschland. Aber sitzt da neben fünf andere? Ja, weil ich mir ein bisschen Zwiebeln und Knoblauch anschraube. Und dann hoffst du, dass das die anderen beiden abschreckt. Mhm. Dann sage ich, steck dir mal den Döner noch zwischen die Beine. Du hast gerade gesagt, du wirst oft mit mir verwechselt. Ja, weil ich auch so innerhalb von anderthalb Monaten so einen dicken Bauch bekommen habe wie unser Marc, ne? Aber ja, wir machen es mit dem Charme wieder weg. Ich will eine Sache sagen. Gerne. Wir waren zu Hause und es war so, Marc Ärgeres, komm, wir gucken seine Videos an. Weil, war mein Typ. Sag, Schatz, guck, der sieht aus wie ich. Marc Ärgeres ist einfach mal ein heißer Hund. Der ist mal ganz präsent unterwegs, ne? Hä? Applaudiert doch mal vor eurem Bruder hier. So. Ach so. Ja, Schatz? Ja, ich wollte ganz kurz nur was sagen. Ich habe jetzt während der ganzen Autofahrt so ein bisschen gehört, geguckt. Seven vs. Wild. Ja. Ich glaube, das kriegst du hin. Ja? Ich glaube wirklich richtig fest an dich, tatsächlich. Jetzt mach mir doch keinen Druck. Ich komm, wenn ich nach zwei Tagen heimkomme, komme ich wieder heim. Ja, eben. Aber ich glaube, das wird... Du kannst das. Ich bin guter Dinge. Du musst dich nur echt sehr gut ausrüsten. Und deine Zigaretten lässt daheim, wenn du welche mitnehmen willst. Nein, gell? Ich kann nicht noch auf Nikotin verzichten. Doch, kannst du. Ja, komm, wir reden später. Ich wollte dir das nur sagen, weil ich glaube, das macht voll Spaß, dazu zu gucken. Kochst du nachher noch was? Ja, okay. Nee, oder gibt's was zu essen? Ja, muss ich gucken. Sommerrollen habe ich noch mit. Mit was drin? Gemüse. Was noch? Gesund. Feta? Nein. Knoblauch? Nein, auch nicht. Okay, dann. Trotzdem gut. Ja, Schatz, ja. Okay, bis später. Wieso willst du Knoblauch? Mag ich doch. Du weißt doch letztens, als wir den Langosch gegessen haben, wie haben wir gerochen? Boah, ey, das war so ekelhaft. Das war so viel Knoblauch, dass es schon scharf war. Ich fand's gut. Wie ist es haben wir beide gestunken? Also. Oder weißt du noch, letztens den überbackenen Feta aus dem Ofen? Ja, oh, lecker. Wir haben leider keinen Schafskäse mehr, sonst hätte ich es nochmal gemacht. Ich kann dir auch einfach was vom McDonald's mitnehmen. Nee. Hä? Nein. Okay. Tschüss, Liebe. Ganz tschüss, Liebe. Zwei Tage, nee, ich hatte hier nichts. Und auch wirklich schon wieder sind die Nüsschen wieder prall, Alter. Und wenn die jetzt lange gefahren ist und dann war noch warm, dann, oh, super. Jetzt sehe ich das erst, deine Frau ist doch mit dabei. Ja, ach so, deshalb machst du solche Töne hier. Ja, dann gebt euch doch mal einen Schmatzi, ihr beiden süßen Mäuse. Mm. Nein, du bist schön anzuschauen, muss ich sagen. Top. Du bist auch schön anzuschauen. Da meine ich da. Was denn jetzt? Jens, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Welche Nüsse sind prall? Was antwortet man dann? Schatzi, ist doch nur Spaß. Du weißt doch, Comedian. Ruhe jetzt. Deine Freundin. Oh! Nein, nein, nein. Diese Brille, jetzt wirklich. Mach mich schlau. Mach dich schlau. Komm ran. Ich will dich nicht ausschließen. Komm mal ran. Bisschen. Ist aber nett. Ey, du bist eine Augenweide. Nee, wirklich jetzt. Ach so. Innere Schönheit. Jetzt auf. Hör jetzt auf. Also, ich spreche jetzt mal von mir. Ja. Ich bin treu. Du hast einen Freund? Ich habe einen Freund seit fast 5 Jahren. Ich bin hier mit meinen Girls. Krass auch. Guck mal, wie sie. Oh, pass auf. Wie viele waren das? Wie viele Frauen? Sie splittet sich gleich von der Gruppe. So, ich spreche jetzt mal für mich. Ich von den allen hier bin treu. Ja! Das heißt doch, schätzen wir mal ganz ehrlich, bei den Frauen ist es doch schon so, das ist für sie natürlich, dass man untreu wäre für die ganze Gruppe. Das ist für die Gruppe natürlich, dass die untreu sind. Dass die nach Mallorca fahren und sich einmal richtig schön vollpumpen lassen. Wirklich, also daran erkennt man es doch. Ich deck auf. Akte 22. Du hast einen Freund? Ich habe einen Freund seit fast 5 Jahren. Ich bin hier, um mit meinen Girls Fun zu haben. Ich sage jetzt nicht, ich lasse mich nicht gerne anquatschen, ich finde es cool. Ich habe gerne coole Unterhaltungen, ich habe einen Freund zu Hause, ich weiß, wo ich hingehöre. Ich habe eine Freundin und ich bin treu. Sind Frauen treu hier am Ballermann? Nein, Männer schon. Bruder, mein Bruder, guck mal hier. Alter, Familie! Familie! Menschenskinder, wo hat denn mein Vater überall noch den Samen gestreut? Ist ja Wahnsinn.
Ich bin treu. Immer. Sind die Frauen auch treu? Bei mir wahrscheinlich nicht. Du bist auch vergeben. Ja. Lass meinen Bruder in Ruhe. Keiner sagt was, keiner lacht. Hast du mich verstanden? Keiner lacht. Hat er doch recht. Nur weil bei euch nicht läuft. Ja, aber ich bin einfach der Meinung, dass hier viel Scheiße gebaut wird. Also, aber nicht von dir? Nee, von mir nicht. Auch nicht ohne Brille? Auch nicht ohne Brille. Mit Brille nicht und ohne Brille nicht. Wie treu bist du denn im Urlaub? Sehr treu. Sehr treu? Mein Freund sitzt zu Hause. Vermisst du ihn gerade? Sehr. Dann sag ihm das. Der guckt das bestimmt. Ja, ich vermisse ihn sehr. Oh Mann, ey, der arme Kevin, bleibt, da sitzt er jetzt. Hast du mich und fragt, weißt du, die gucken gerade das Video. Chantal, hast du mich wirklich vermisst? Ja, sehr. Wirklich? Du guckst ja nicht mal in die Kamera. Ja, ich weiß auch nicht, ich war überfordert. Da stand er auf einmal mit einer Kamera. Chantal, sei ehrlich. Nein, ich kann dich eigentlich gar nicht leiden. Ich glaube, das hat er bis nach Hause gespürt. Also ich könnte heulen gerade. Bist du treu im Urlaub? Ja, selbstverständlich. Also mein Motto ist kein Sex vor der Ehe. Wenn ich eine Freundin hätte, no joke, da würde ich doch mit denen in Urlaub fahren. Ja, wir fahren auch nochmal in Urlaub, aber halt nicht zum Ballermann. Wohin geht's dann? Thailand. Und nach Thailand? Der steht auf Ladyboys? Wie heißen die? Ping-Pong. Machst du das, Ping-Pong? Ich. Kannst du gut Ping-Pong spielen? Du hattest schon wilde Nächte, ne? Nee, wilde Nächte noch nicht, nee. Wie? Ist zu anstrengend. Du kannst ja auch einfach unten liegen. Seestern und so, okay. Ja, aber kannst du auch machen. Lass ihn doch die Arbeit machen. Musst ja nicht immer reiten. Stehst du auf große Männer? Ja. Guck mal hoch. Ey, das sind Bewehr, Justus. Where you from? Norway. Norway? Norway. Aha, and you? Norway. No way? Was heißt das auf Englisch? Wait a minute, my translator. Aber warum ist das so? Ich denke gerade drüber nach. Sag mal ganz ehrlich, Chat, dass wenn die Leute am Ballermann fahren, wieso fahren so viele da getrennt hin und lassen ihren Partner daheim? Warum ist das so? Erklärt mal. Ist ja nicht wirklich bei jedem gerade da Junggesellenabschied oder was, ne? Spaß mit den Freunden. Spaß mit den Freunden, Dominik. Spaß mit den Freunden, ja. Meiner würde ich es nicht genehmigen, sage ich euch ehrlich. Da kann die Antrag stellen, kann sie sich abschminken. Ich muss dahin. Ich muss da arbeiten, Schatz. Ich habe Auftritt. Ich fahre da runter, der Papa verdient Geld. Jens ist so, Hydro so. Ja, ja, ja. We're single. What is your type of boy? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tall, dark and handsome. Hier, da ist er. Tall, dark and handsome. Sind Männer treu im Urlaub? Nein. Sind Frauen treu? Ja. Hast du einen Freund? Ja. Ich nicht. Hast du eine Freundin? Ey, den kenne ich doch. Willi. Ist doch Willi vom VfB Stuttgart, oder? Wie heißt er denn? Das ist doch der Fußballspieler. Der ist doch immer bei Ellie dabei, ne? Sydney. Ja, komm. Ist das nicht ein und die gleiche Person? Sind es zwei? Sind das zwei Personen? Sydney, Willi. Willi, Sydney oder nicht? Sind dieselben, sage ich doch. Nein, hab ich nicht. Oh, meine Puffmama ist geil. Ron? Ja. Ich will auch heute mal so ein bisschen... Ja, Ron Bilecki. Ist geil. Ron? Ja. Ich will auch heute mal so ein bisschen Bildung mit auf den Weg geben. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Also Verhütung ist auf jeden Fall wichtig. Nee, aber du hast Spaß am Sex, ne? Ja, klar. Du bist eine sympathische, so eine knuffige. Knuffig? Ja, ich sag... Könnte Scheiße geben, ne? Wenn ich jetzt das fotografiere und sage, das Outfit finde ich nicht schlecht, Schatz. Das kommt nicht gut, ne? Oder? Das ist dumm, ne? Sag Bescheid, ich schaue echt gerne zu, ohne Witz. Nee, wirklich. Ich schaue gerne zu, sagt er. Ja, okay. Ja, ich liebe das. Das Zuschauen ist voll mein Ding. Nee, mach mal. Komm, wir testen. Komm, jetzt, pass auf. Ich sag dir, meine hat Verständnis. Ich sag euch ganz ehrlich, meine steht über den Ding. 100 Pro, wenn ich der das schicke. Gutes Bild. Wenn ich dir das schicke, sagt die, ja, ich gucke, 100 Pro, mein Tipp ist, mach Kanalwette. Die sagt, wenn ich sie frage, ja, da recherchiere ich mal, gucke ich mal, wo es das gibt. Outfit finde ich nicht schlecht. Kannst mal schauen, wo es das gibt. Wo es das gibt in deiner Größe. So, ist abgeschickt. Wollen wir mal gucken, Alter. Hey, es ist genauso, wie wenn meine Freundin mir einen Pullover schickt und sagt, findet sie nicht schlecht, ne? Oh, nimmt Audio auf, Sekunde. Nimmt Audio auf, 5 Sekunden. Achtung, 5 Sekunden kann nur heißen. Ja, ich schau mal schnell. Ich hab doch sowas ähnliches, aber ich durfte das jetzt mal nicht anziehen. Ja, ja, beste Frau. Wie, du durftest das nicht anziehen? Was für durftest du nicht anziehen? Warte, so eine knuffige. Knuffig? Ja, ich sag Bescheid, ich schau echt gerne zu, ohne Witz. Nee, wirklich. Ich schau gerne zu, sagt er. Ja, okay. Ja, ich lieb das. Das Zuschauen ist voll mein Ding. Das ist Pizza und Pasta.
So heißen die beiden. Oh, Pizzapasta. Jetzt kriege ich auch gerade Hunger auf eine Currywurst. Ich hätte da gar kein Geld für, deswegen ist das alles angegessen. Gehen wir heute Abend Pizza und Pasta essen. Pasta essen. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich bringe die Soße mit. Okay. Wie treu sind die Frauen an der Playa? Aber geht es jetzt um mich? Mit meinen Milchtüten oder geht es um dich? Ich habe keine Brüste. Ach so. Du bist ja auch augenscheinlich keine Frau. Ja, selten, selten. Ach, auch mal die passive Rolle. Ja. Komm her jetzt. Oh, aber jetzt kein Sniffy bekommen, Digga. Dann die Banane, ne? Bist du Single? Ja, nein. Also ich glaube, die Zuschauer haben es gemerkt, wie sehr du ihn gerade vermisst hier im Urlaub. Mhm. Wo geht's hin für euch, Megapark? Zum Tätowierer jetzt erst. Ihr geht zum Tätowierer? Ja. Dude, frisch tätowiert, frisch den Sack, frisch rasiert. Äußere Mängel werden leicht retuschiert. Du musst gut aussehen in Berlin, sonst wird's stressig. Guck dich um, alle Versager sind hässlich. Coole Klamotten und der richtige Sound. Scheibe runter, Bass drillt, laufbereit, staunt. Kann jedem mal passieren. Ist im Effekt nicht zugehört, weißt du, heute ist schönes Wetter. Ja, also nee. Versteht, es kann doch jedem mal passieren, eins in Chat, ganz ehrlich. Tätowierst du den Namen von deinem Freund? Nein. Tätowiere dir einen Mark Eggers. Da freut sich der Freund, ne? Schatz, was ist denn das da für ein Name? Was tätowierst du dir? Das weiß ich auch noch nicht. Ach, einfach spontan. Das ist nach Bauchgefühl. Ja. Das ist ja nur ein Tattoo, das ist ja nach einer Woche wieder weg. Ja, genau. Bist du gerade verliebt? Da bahnt sich was an, ne? Tinder-Geschichte. Willst du was trinken? Ja. Ehrliche Antwort, so, ich bin... Klar bin ich treu, auf jeden Fall, aber wenn mich jemand anspricht, dann finde ich es auch cool, mit jemand anderen so zu sprechen, zu feiern, so, das ist auch cool. Ach, du bist die Flipper. Ja, was für wen ist das cool zu Hause? Wer ist open up und sagt, jawohl, da sage ich ja, ist kein Problem, wenn die Linda heute mal ein bisschen in Mallorca mit anderen spricht. Kein Problem. Viele zwei, nicht unter, aha. Meine, ich sag euch ehrlich, wirklich, kein Stress, meine darf alles. Sei wirklich, ne? Ihr kennt mich. Wie, du durftest das nicht anziehen. Bei mir kann die alles machen. Egal. Wenn ich auch darf. Geht nicht ran. Banane. Ich glaube, ich kann das schon. Aber dein Freund sitzt zu Hause und du machst hier Flirterino. Ja, ein bisschen vielleicht. Ich mache immer Sprüche, aber du hast dir einen Hübschen geangelt. Hab ich das? Ja. Heute gefunden. Guck mal, ich mache Werbung für dich, Digga. Marc, ich bin mir nicht so sicher. Wie treu sind denn Frauen hier am Ballermann? Oh, gute Frage. Ich glaube nicht ganz so. Ich glaube schon, weil hat Freundin zu Hause. Denkt sie, oh shit. Oh, oh. Ich glaube, was auf dem Ballermann passiert, das bleibt doch auf dem Ballermann. Ja? Ja. Was passiert bei euch noch am Ballermann? Einiges. Einiges? Kannst du auch mit zwei umgehen? Mit zwei Männern? Ja. Könnte ich. Dann haben wir drei heute ein Date. Bro, ich teile gerne Digga. Hey. Papa, ich bin nicht so einer. Nee, ich bin nicht so cool. Ich kann mal nicht interviewen. Nee, du bist aber dafür hübsch. Dankeschön. Wenn man sich da ordentlich einen reintrinkt. Oha! Aber man muss auch mal ehrlich sein bei meinem Video. Ja. Passt schon, stimmt schon. Spaß. Ey, alle, die wenn die Videos, wenn hier irgendeiner guckt, ne, ich mach nur Spaß. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, und bei blonden Frauen, ihr wisst selber, wer ist blonde Frau im Chat, eins im Chat, wir sind Geschwister. Du weißt es selbst. Ich sag dir ganz ehrlich, alle Blonden, die da draußen sind, wenn ich auf euch draufgehe, denke ich, ich bin auf meiner Caroline, die ein Stockwerk drunter lebt. Ich kann es nicht. Für mich sind blonde Frauen alle Geschwister von mir. Ich kann's nicht. Es geht nicht. Meine muss komplett anders riechen, anders schmecken, anders aussehen. Aus dem Dschungel am besten. Die Schwester von Mowgli. Ich kann nicht immer nur lügen. Wir rennen zu dir. Der kommt mir gleich hinterher. Wir müssen schnell weg. Ja, wir kommen, dann gehen wir schnell zu mir. Komm. Komm, schnell. Du hast auch eine Größe, ne? Ich bin nicht so eine. Nein, Spaß. Komm, komm. Das war super. Ganz viele Eheringe, ganz viele Frauen dazu. Ja. Viele Eheringe und viele Frauen? Ja. Ich weiß gar nicht, wer schöner ist. Die Mama. Ruf die Frau an. Ja, Schatz. Ja, Schatz, hallo. Ey, ich wollte nur fragen, ganz ehrlich, gell? Mal ganz ehrlich, ich hab dem Chat gerade gesagt, meine Freundin darf alles. Ist mir egal, ne? Hä? Gell? Ja. Also. Ja, wieso? Nee, ich sag's nur, ne? Aber du machst ja nichts, gell? Nein. Ich darf bis zu dem Zeitpunkt, wenn ich mal was frag, darf ich da mal hin. Bis dahin darf ich, dann wird's kritisch, glaube ich. Wo würdest du denn zum Beispiel hinwollen? Nee, wenn ich jetzt auch am Ballermann fahren würde, was ich natürlich nie machen würde, weil ich kann ohne... Kein Empfang. Meiner würde ich es nicht genehmigen, sage ich euch ehrlich. Da kann die Antrag stellen, kann sie sich abschminken. Kein Netz. Oder die Tochter. Willst du rappen kurz? Verarschst du mich aber dann? Gulaim Naule Zypion Vodko Beluga, die Sorgen vergessen wir mit weißem Puder. Ich guck dich schon sehr lange, mein Brattern. Nikita unter... Was für Puder, Junge? Ahoi Brause oder was ist bei dir? Hast du dir das zu tief ins Kleinhirn gejatzt oder was? Lass noch einmal hören, irgendwie hat's was. Ruhe. Rappen kurz.
verarschst du mich aber dann. Gula im Naule, Zipion, Wodko, Beluga, die Sorgen vergessen wir mit weißem Puder. Ich guck dich schon sehr lange, mein Bratan. Nikita, unterstrich, unterstrich, 261. Du schneidest immer die unangenehmen Zehen rein. Oh, schneid rein. Hattest du keinen Empfang, Schatz? Hallo? Kein Empfang, hört ihr das? Was für Reverse-Karte. Hat sie doch keinen Schatz? Eine Handballmannschaft. Eine Handballmannschaft? Mach mal Handball-Move. Oder die Stimme, da geht mir gleich, da bin ich aber gleich dieser andere. Da könnte es auch sein, wenn mich einer fragt, bist du Single. Und nochmal einmal hören, die Stimme nochmal genießen einmal. Augen schließen alle, wie die Handballmannschaft sagt. Einmal, ich habe früher auch noch Handball gespielt, weißt du, was ich meine? Einmal nochmal kurz Kreisläufer sein in ihrem Team. Ruhe. Schneid rein. Eine Handballmannschaft. Eine Handball. Bruder, diese Laura von Tora Verrotztheit, dieses, verstehst du? Ja, Schatz, alles okay? Hallo? Alles ja, war kein Empfang, ne? Ja. Ja, du hast aufgelegt. Nein, ich hab nicht aufgelegt, aber düt. Ach so. Ja, ja. Okay. Tschüss, liebe. Tschüss, bin bald da. Mach mal Handball-Move. Du darfst jetzt Werbung machen für deine Handballmannschaft. TS, super treu. Super treu? Ja. Warum? Weil ich verlobt bin. Wir sind bereit. Ihr seid bereit. Für was bist du bereit? Für Party, ja! Ja! Wie treu sind die Männer hier an der Playa? 5%. Bruder, sie erinnert mich auch an jemanden. Echt, wie an wen erinnert sie mich? Warte mal, lass mal kurz überlegen. Original, schon aus dem Profil. Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. Oder täusche ich mich? Seh nur ich wieder diese. Ja, aber ganz ehrlich, Jungs, ihr wisst selber, du musst so geboren sein, dass du diese Lücken erkennst, dass deine Säfte im Hirn so zusammenlaufen. Das gibt's only on one. Da bist du einer von 5. Ah, ja. Wie treu sind die Männer hier an der Playa? 5%. 5%? So eine Schande wieder. Jungs, das ist das Ding. Versteht ihr, das stimmt doch überhaupt nicht. Sagt mal ehrlich, Chat. Von 6. Von 100. Also, wenn ich von mir ausspreche, dann 110% treu. Du hast einen Freund? Nee, ich habe eine Freundin. Ja, genau. 110% treu, aber so rumlaufen müssen. Für wen? Für wen? Ich frag dich ganz ehrlich, für wen? Für wen müssen die Euter klingeln? Für wen müssen die Kuhglocken läuten? Für mich selbst. Ich mach das für mich. Aber was für dich? Wenn du die letzte Frau auf der Welt wärst, der einzige Mensch, würdest du dich auch so anziehen? Wenn du der einzige Mensch bist? Na, die Frage ist doch beantwortet. Oder nicht? Wirklich, meint, bei ihr kann man schon die Milch ziehen. Na, dann schließt doch mal einer die Milchmaschine an, damit sie feststellt, dass es noch nicht so weit ist. Freundin würde ich, wenn dann. Freundin? Party, ja! Ja! Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an. Es gibt sicherlich auch Kaliber, die sich dann doch mal verlocken lassen. Ist die nicht warm unter dieser Pikachu-Mütze dann? Nee, doch. Ach so. Ja, würdest du deine Frau... Ey, die kosten 15er bei Helmut, ne? Ich wollte doch sagen, was Ehrenmann mit der Pikachu-Mütze sagt, ehrlich, Chat. Guck mal da, ein Trimax-Fan. Wirklich, haben wir doch alle gerade gedacht, gell? Oh, da, wirklich. Ein Trimax-Abonnent. Freundin allein hier an die Playa lassen? Nö. Nee? Nee. Bist du, hast du eine Freundin? Nee. Dürftest du allein an die Playa? Nee, deshalb habe ich ja keine Freundin. Na, da beugst du dich nach vorne. Ja. Nö, für mich ist auch fein. Kannst du Straßenumfragen? Ja, ich mach wieder Umfragen. Mit dir? La 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 la. Ich glaube, du solltest Schlagersängerin werden oder mit OnlyFans anfangen. Oh, das habe ich schon öfter gehört. Kein Sex vor der Ehe. Wie treu bist du, Michi? Treu, schon sehr treu. Also irgendwie bei treu muss man sagen, treu, da kann man nicht hier. Freundin, komm nicht ran. Hallo, Emily. Hallo. Hi, hier ist der Marc. Kannst du mir mal die Michelle geben, bitte? Ja, die hat gerade den Mund voll. Das ist die Mutter. Oh, Bruder, was? Die Mutter. Verstehst du, die Mutter 2.500 Kilometer entfernt zu Hause. Ihre kleine Chantal geht's erste Mal ohne sie weg, weil sie Abitur bestanden hat. Da sagt der zu Erika, die hat gerade den Mund voll. Stell dir vor, es ist deine Tochter. Die könnte von mir sein. Sagt ehrlich, werd jetzt 36. Wie alt wird die sein? 17? Dass man mal mit 19 einen Volltreffer landet. Weil die Frau irgendwie, weil die Eier gerade gesprungen sind am 14., 15. eines Monats, nachdem sie irgendwie die Erdbeerwoche hinter sich hat. Das kann passieren. Geht gegen vielen so. Meine Fresse, da krieg ich direkt einen Daddy-Instinkt. Aber sofort bei ihr. Mein lieber Mann. Ich sag's euch, wie es ist. Ich werde den Song neu aufnehmen. Ich muss mir irgendwie die Genehmigung holen von Andreas Gabriel und dann mache ich eine neue Version. Wie findest du das? Finde ich super. Ja, oder Marc Eggers 2022, Hordi, Jordi, Jordi. Noch nicht so viel, was ich mitbekommen habe, tatsächlich. Wir wurden schon mal gefragt, ob wir das machen würden, aber... Fremdgehen? Ja, Tatsache. Seid ihr vergeben? Ja. Und dann kommen die Männer an und sagen so, yo,
Bock, mit mir fremd zu gehen? Ja, Asso hat Bock, deinen Freund zu betrügen. Ja, aber Chat, das kann da nicht. Also sag mal ganz ehrlich, welcher Typ? Das ist genauso wie die ganzen Typen. Ich schreib dir mal auf Insta, schick dir mal auf Instagram ein Bild von meinem Schniedel, komm. Hat sie Bock. Welcher Typ? Wenn hier irgendeiner ist, der so etwas fragt. Jungs, das wird nicht funktionieren. Da musst du schon wirklich eine finden, die, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Die es schwer hatte in der 7. auf der Hauptschule. Wirklich sehr schwer. Die gerade noch so, oh, da hat auch die Schülernachhilfe nicht geholfen. Wisst ihr, was ich meine? Oder ab einem gewissen Alter, in einem gewissen Stadtteil, Kurzhaarschnitt und fast keine, nur noch ein Zahn vorne in der Front, die Heike. Ja, ich würde meinen Roland betrügen für dich. Macht so einen Scheiß nicht. Ey, wie treu sind denn hier Frauen am Ballermann? Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Carla sagt sehr treu. Sehr treu? Das ist Marc Eggers, Sandy. Ich bin Marc Eggers. Was ist dein Bodycount? Wie treu sind die Frauen hier an der Playa? Nicht so treu, glaube ich. Warum? Naja, wir sind auf Malle. Ey, ich bin treu. Jetzt habt ihr die Stellt keiner in Frage, mein Bruder ist treu. Der hat vielleicht einen zu viel im Tee, da redet der ein bisschen viel Unsinn. Schöne vorgeschickt, ne? Ein Bodycount. Wie treu sind die Frauen hier an der Playa? Nicht so treu, glaube ich. Warum? Naja, wir sind auf Malle. Meld dich mal bei mir. Wenn du das hier sehen solltest, mein Lieber, wirklich meld dich mal bei mir. Für ein Foto, ich würde gerne ein Foto mit dir machen einfach. Ey, bin treu. Jetzt habt ihr die Schöne vorgeschickt, ne? Ja, das sind die 7 Sünden und sie ist der Coach. Was ist das? Ich will ja nicht, ich will gar nicht. Die Frauen kommen und sie sagt immer, Marc will ich, die Frauen wollen. Was? Ach, dann kriegst du noch den Korb. Marc Eggers zuerst den Köder ausgeschmissen, einmal nuckeln lassen, angeleckt und dann will sie und sagt, jawohl, ich mach jetzt den Haubentaucher für dich, jetzt mach ich's, ich mach... Ah, nein! Ah, hör auf! Ich kann Meer generell jetzt schon nicht mehr leiden, ey. Ich hasse Ozeane. Schatz, nächster Urlaub in Deutschland. Nur noch Urlaub in Deutschland. Schön rein in der Dings, wie heißt das? Oben bei Köln. Da Dings, in das Gebirge da. Schön auf dem Drachenfels, Alter. Einmal gucken, oben sitzen auf der Bank wie Rentner so. Gib mir mal ein Fernglas. Guck mal da vorne, schöne Tannen. Ich mach nichts mehr anderes. Wir fahren hier hoch im Schwarzwald, 20 Minuten an den Mummelsee. Da kannst du dein Handtuch auslegen, dann bleiben wir eine halbe Stunde. Wenn du willst, können wir auch mal oben schlafen. Mehr gibt's nicht mehr. Ich hab keinen Bock auf mehr. Ich hab keinen Bock auf Palmen, ich hasse die Scheiße. Kommen alle raus aus dem Garten, die ganze Kacke. Wird alles weggesägt. Jetzt geht's nirgendwo mehr. Es geht ins Bett jetzt. Und dann geht's zu den Idigella Summer Games. Checkt unbedingt auch meinen Zweitkanal aus. Ah, dann an die war Banane. Das. Gibt's nämlich noch einen Vlog, ein bisschen behind the scenes, ja, wer weiß. Ey, der macht einfach gute Straßenumfragen, weißt du. Wirklich, also von der Qualität von der Kamera gut und vom Inhalt sehr niveaulos. Das ist einfach geil. Macht einfach Freude, macht einfach Spaß, ne? Dankeschön, Marc Eggers, dass es dich gibt. Schau bis zum... Ach, da kommt noch was. Ach, okay, okay, Entschuldigung. Da kommt noch was. Okay, okay. Und ansonsten bin ich raus. Tschüss. Wer hat es geschrieben? Schau bis Ende. Krypton ist alles hier. Verarschen.